wenn du den Abwärts noch ein bisschen träger machst, kriegt man bestimmt ein PEO hin, oder? Wenn du nach diesen Todzeit machst. Ich kriege ja auch PEO ein, da musst du auch aufpassen. Wenn du... 9254, hallo München, identified, expect 26 right. Expecting 26 right, United, there, 9254. Das ist einfach schön ankommen, schön ATC bekommen. Ja. Quality ATC haben. Nicht diese Ami-Kürze. Die könnten noch 50 Flieger mehr sein, und man würde immer ohne. 8724 cleared IS-26 right. Right heading 240 cleared IS-26 right, at 7249. So, dann mal die Flaps 1 bitte. Flaps 1. Speedcheck Flaps 1. Ja. Kannst du ja. Ja, ich auf. Mach das schon. Ja. Weil bei 2000 Fuß kommt jetzt Flaps 2, das heißt. 2000 Fuß, Flaps 2, wenn Flaps 2 sind, Gear Down, wenn Gear Down, Flaps 3. Ja. Ich habe mir mal die IMF-Com, die ganzen Procedures durchgelesen, um mal so einen groben Anhaltspunkt zu bekommen. Obwohl, du rufst ja immer noch Gear Down eigentlich aus dann, oder? Ja, ja, aber trotzdem, wir kommen nach Flaps 2, so kenne ich das auch. Flaps 2 oder Flaps 2, Gear Down. Localizer, Gleitslope hat ein Problem. Gleitslope hat ein Problem, deswegen nehme ich den jetzt gleich über OneDot noch raus. Und so, Autopilot geht raus. December 1st, 2-9, Roman München, identified. Expect 26 right. United 9254, turn right heading 180. 187, schön Abend. Ja, established IS. München Tower, LTO 7249, established IS 26 right. LTO 7249, München Tower, good evening, mit der Region, verdammt, reduced oder? Nö, machst du. Der ist ja noch gut. Ah, der ist ja 15 Meilen vor uns. Nee, 429er. Sorry, das ist ja nicht der 309er. So, set Mr. Approach 5000 managed. Ja, Mr. Approach nach dem Start Rechtskurve. Genau, ein DME oder ja. 900 Returners. Flaps 2. Flaps 2. Genau.
Flapstream. Flapstream. Flaps voll. Voll Flaps voll. Landing on green. Sie sehen, sind nix. When landing checklist, dann die beiden restlichen Lights einschalten. Wenn Landing Check. Quatsch, wenn Landing Clear, so, sorry. Weil rechts, links vom genau. Landing oder so noch. Sind die bei Airbus eigentlich. Ah gut, die sind ja mit so einem beleuchtet. Halten die auch, sind die auch so fluoresziert? Runway 26 right, clear to land at your 7249. So, jetzt einschalten. Wir haben links 4596 for Captain Munich, Contact Ground 121, das war meiner 7 allein. 4 Zeit. Ja. Aber kein Papi in Zeit. Langsam. Die stimmen auch nicht ganz überein, da muss ich jetzt gleich aufpassen. Ab einem gewissen Zeitpunkt gehe ich dann wieder schon weiter. Right. Slightly low, slightly low. Just descent. Unit Tower, this is United 90254, established ILS 265. Disregard. Wahrscheinlich gleich schon ziehen. 40, 30, 20, 10. Spoilers wie los. So, haben die das bei 70 oder bei 60? 70, auf in einer Kriegsfrequenz. Was ist die Ground-Frequenz? 1-2-1 und dann entweder 9-7 oder 7-7. Eine kommt zuerst und die andere ist April. Auf jeden Fall 1-2-1. Alpha 6, Mike, Alpha 4, Entry, November 1. Ja. Kenn ich schon. Texas mit. Alpha 6, was? Mike, Alpha 4, okay. Entry, November 1. Wenn es was anderes, dann würde ich mich wundern. Ja, Contact ground 121, das ist 97 at 7249. Dankeschön, Servus, schönen Abend noch. München Ground, at 7249, request taxi. 7249, München Ground, good evening, willkommen in München, 6-3-2-3 November 1, via Alpha 6 and Mike and Alpha 4. November 1, Entry 6? Nein, nee, nee. Was? Sag's. LTU-74, correct, LTU-7249, taxi, engine November 1, via Alpha 6, Mike Alpha 4. Ich war gerade, weil der geleckt hat. Du kennst den Weg auch. Ich kenne den Weg mittlerweile, ja, schon zweimal war sie. Sag dir, München ist eigentlich total einfach. Du musst nur mal ein paar Mal hinfliegen, mal ein paar Taxiways fahren, dann hast du alles super schnell drauf.
Dann kommt noch ein Apron, das ist dann 1-to-1. Das ist dann die andere. 7-7, ne? 1-to-1-7 ist jetzt. 1-to-1-7-7, genau. Und der kommt dabei beim Ange wieder. The ground hello again, number 1362, reaching November 4 for the active intersection takeoff on request. 7 Stunden 23, damit das ist 2 Minuten langsamer, länger als Guck mal, ich glaube, wir noch das große Ding geflogen. Da wären wir noch eine halbe Stunde unterwegs. Jetzt hier links. Die Tastatur mal bitte. Danke. Da wurde SS der Entry. Ja. 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 Apron 1-to-1, das ist eine 7-7, Abilene 7-2-4-9er, LDU. Correction, LDU ist 7-2-4-9er. Das ist Schläger. April, schönen guten Abend, LTU 7249er, Request Taxi to Gate. LTU 7249er, München, April, hallo, Taxi to Gate 105, via Charlie 1, Oscar 1. Charlie 1, Oscar 1. Taxi to Gate 105, via Charlie 1, Oscar 1, LTU 7249er. Du kennst den Weg, links rum, schnack geradeaus und rechts. Ich muss noch an der Idle-Rollgeschwindigkeit was ändern. Zu träge. Nils hat gesagt, also wenn sie leer ist, dann hebt sie auf dem Taxiway ab. Das hat er sich ausgedrückt. Und das tut sie noch nicht. Wie viel hat die jetzt noch? Die hat jetzt, ich glaube, 65 und jetzt ungefähr noch. Packst du, hast du vollgepackt, oder? Ich habe PFP, ich glaube, so 28 Tonnen habe ich Payload und das im Durchschnitt immer. Immer um die 30 Stunden. Charlie 1, Oscar 1. Hast du die Karte? Hast du die Charlie 1 Oscar? Ja. Warte mal, wo steht der Flieg 1401? Genau. Die Farbe nach rechts. Was ist auch für Wingspan? Weiß ich ja nicht. Normale 737 hat 36, dann werden wir ungefähr so 40, 45 Meter haben. Schätze ich mal. Eine Linie, guck mal, da kommen jetzt drei Linien nach vorne und ja, ich nehme mal die größte. Ja, steht ja rechts nichts. Oder doch eine Boiler. Ne, aber wenn jetzt gleich Shepard, dann müssen wir. Ja, die blaue ist die konservative. Richtig. Die gelbe ist ach, die gelbe passt auch in dem Wert, der vorne steht. Ringspin 36 passt nicht. Nee. Ringspin, die haben alle 36. Ja, bei der einen hast du rechts. Ja, hast du rechts und der andere links, genau. Ja, unser linker Flügel ist bestimmt kürzer. Ich hoffe nicht. Gleich ist das. 103 vor, noch hinterm, hinters, nee, vor dem Gebäude. Ich glaube, da bin ich auch in Reha abgeflogen, mit der 737. Ob die 330 da hinpackt, ich hoffe, der lautet auch. Ich glaube, die sind doch hier alle kompatibel in München. Ja, das ist da nicht so. Taxi halt aus, bitte. Das hier war. Ja. So, ja. Das ist Runway. Der rechte auch in die andere Richtung, genau. Hä? Kommt nicht runter. Ach danke. So. Ich sehe da nichts. Wie das Landing Light einfach. Ich wollte ja nicht mehr Landing Light. Ich bin ja lange nicht mehr geflogen. Ja, das mal da die Background-Beleuchtung ist kaputt. Schreibt mal die Technik. Ich weiß doch, Air Berlin muss sparen. Okay. Ja.
noch der Balken? Oder? Mhm. Komm jetzt gleich einfach stopp. Das fahrst jetzt schon so lange. Nee, nee, das kommt nicht. Parking Position. Wo war das noch? Ein Tegel? Oder? Ja. Wo wir mit dem A330 gegangen sind. Mit aus Köln kann es ja nicht sein. Nee, das war Chicago. Ja. Was hat er gesagt? Müsste ich schicken? Ja. München ist das neue Berlin. Okay, Journey Oxcent, damit sind wir durch. Prepared HD war das nochmal, ne? Ja.